knicke, knacke Defense und sehr, sehr spektakuläre Offense. Servus und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Basketballmagazin. München im Ausnahmezustand. Das Oktoberfest geht gerade über die Bühne und ich weiß, was ihr erwartet. Dass wir mit einem Spieler auf die Wiesen gehen. Aber das wäre doch viel zu vorhersagbar gewesen. Deswegen machen wir heute absolutes Kontrastprogramm. Wir gehen ins Museum Brandhorst mit unserem absoluten Kunstexperten im Team. Na, wisst ihr, wer das ist? Wir werden es herausfinden. Und bis dahin hier jetzt schon mal eine kleine Vorschau auf das, was euch in dieser Sendung erwartet. Uli Hoeneß spricht mit uns über die bevorstehende Saison. Das Team hat sich bei unserem Fahrzeugpartner Audi mal richtig ausgetobt. Wir holen einen Mann hinter den Kulissen, vor den Vorhang und zeigen euch exklusive Bilder vom neuen Hallenintro. Die Münchenkenner unter euch, die wissen, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin vom Museum Brandhorst im Epizentrum der Kunst in München und weil ich mich leider persönlich nicht so gut mit Kunst auskenne, habe ich mir heute meinen persönlichen Guide angelacht und das ist niemand geringerer als Maodo Loh. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Dankeschön. Also das mit der Kunst, das kommt ja nicht von ungefähr. Bei dir, deine Mama heißt Elvira Bach, ist eine bekannte deutsche Künstlerin. Erzähl doch mal, wie du als Kind das schon wahrgenommen hast, wie bist du zur Kunst gekommen? Ja, also wie schon gerade eben gesagt, meine Mutter ist Künstlerin, daher wächst man in einem Künstlerhaushalt praktisch auf. Ich bin früher öfter auf Galerien und Ausstellungen mitgegangen, wo meine Mutter dann ausgestellt hat. Oder auch zu Hause, wie bei uns alles eingerichtet ist mit der ganzen Kunst. Und ich denke, dass es schon mich sehr beeinflusst hat und dass ich hoffentlich eine gewisse Ästhetik irgendwie mir angeeignet habe durch meine Mutter. Also ich bin kunstinteressiert, ich schaue mir gerne Ausstellungen an, gehe gerne in Galerien und auch Museen. Daher bin ich froh, hier zu sein. Sehr schön, wir sind auch froh. Das Museum Brandhorst hat moderne und zeitgenössische Kunst. Hast du eine Lieblingsepoche, Lieblingsstil? Nee, nicht wirklich. Abstrakt, figurativ alles eigentlich. Das, was meine Mutter auch natürlich macht. Ich habe jetzt keine besondere Vorliebe, sage ich mal, oder einen Lieblingskünstler oder etwas der Art. Wenn mir etwas gefällt, dann schaue ich es mir gerne an und ich schätze es auch sehr gerne. Okay, also abstrakt, das klingt schon mal gut. Wir gehen ins erste Obergeschoss. Da hat Cy Twombly seine Ausstellung. Der ist leider 2011 schon verstorben, gilt aber als einer der bekanntesten Vertreter des amerikanischen Expressionismus, des abstrakten Expressionismus. Und das schauen wir uns jetzt an. Bis dahin guckt ihr mal, was Uli Hoeneß zu sagen hatte zur Saisonauftakt-Pressekonferenz. Erstens freue ich mich wieder sehr. Ich spüre, dass ich unruhig werde, dass am Freitag oder am Dienstag, Mittwoch kein Basketball stattfindet. Das ist ein gutes Zeichen und das zeigt mir, dass Basketball auch in meinem Herzen eine Rolle spielt und dass ich dafür Platz habe. Und ansonsten bin ich neugierig auf die neue Mannschaft. Wir haben ja doch einige Neuzugänge und der Trainer wird das aber schon richten. Basketball im Herzen. Bayern-Präsident Uli Hoeneß sichtlich froh darüber, dass es nun auch im Audidom wieder losgeht. Um den basketballfreien Sommer zu überbrücken, auch für ihn die Erinnerungen an die vergangene Saison ganz hilfreich. Wenn Sie an die Playoffs-Spiele gegen Bamberg oder auch gegen Berlin noch zurückdenken, dann hat man schon gemerkt, mit jedem Spiel wurde die Spannung größer und die Begeisterung größer. Das letzte Spiel war ja unglaublich von der Atmosphäre. So stelle ich mir das vor, dass das in München ähnlich wie im Fußball sich entwickelt. Und ich glaube, im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein mit der Entwicklung. Mit der Entwicklung, die nun für den FCB erstmals Euroleague im Liga-Format bedeutet. Reinschnuppern für Hoeneß dabei die Devise Demut, aber auch Kampfgeist gefragt, so der Präsident, der da schon ein perfektes Beispiel als Vorbild nennen kann. Ja, ich muss sagen, der hat mir von der Entwicklung her im letzten Jahr unheimlich imponiert. Der war ja ein Leader in allen schwierigen Phasen der Playoffs. Vor allen Dingen hat er sich reingeknallt und hat die Mannschaft mitgerissen, auch die Zuschauer.
Und deswegen ist er völlig zu Recht zum Kapitän benannt worden. Zum Glück ist Danilo Bartel ein bodenständiger Kerl. So viel Lob vom Präsidenten, quasi ein Ritterschlag. Zum Abschluss der launigen Saisonauftakt-Pressekonferenz dürfen dann auch noch Wünsche geäußert werden. Die Wünsche, wenn ich sie äußern darf, sind die zwei Titel zu verteidigen, wird schwer genug, und in der Euroleague, dass wir die Gruppenphase überstehen. Das wäre mein Wunsch. Das heißt, wir müssten Achter werden und das wird schwer genug. Schwer, sicher, aber zugleich wahnsinnig reizvoll. Die Basketballer des FC Bayern vor der Saison 2018-2019. Einer Saison, die schon im Vorfeld Lust auf mehr macht. Also, wir schauen uns einen amerikanischen Künstler an und du hast ja auch schon die richtige Mütze heute an. Du warst auch in Amerika an der Columbia University, ja, in New York City, und hast dort Kunst studiert. Was ist dir denn aus dieser Zeit da in Amerika am meisten in Erinnerung geblieben? Viel Arbeit für die Uni. Ja. Natürlich die Basketballstunden, die ich da verbracht habe. Ich habe dort viele interessante Schüler und Mitschüler kennengelernt. Ja. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Die Stadt New York, ja, 4 Jahre lang in Manhattan zu wohnen, ist auch eine sehr coole Sache. Ja. Also es ist auf jeden Fall hängen geblieben und ich vermisse die Zeit sehr. Ich vermisse New York sehr. Ich fliege jeden Sommer, ja, eine Woche rüber, um halt meine Freunde zu besuchen und die Uni zu besuchen und, ja, ein bisschen Zeit in der Stadt zu verbringen. Du beschreibst ja auch deinen Spielstil als Basketballer als amerikanisch. Willst du das mal für uns definieren, was das für dich bedeutet? Also ja, ich würde sagen, dass ist mein Spiel sehr auf Athletik basiert. Mhm. Dass ich gerne in der Lage bin, auch selbst was zu kreieren aus individuellen Situationen, one-on-one. Und ich denke, das ist im amerikanischen Spiel sehr, sehr ausgeprägt. Ja. Also in der Hinsicht, glaube ich, ist mein Spiel schon sehr amerikanisch. Spielstil amerikanisch? Ja. Fahrstil? Fahrstil? Würdest du den beschreiben? Boah. Ich würde sagen Deutsch. Also ich denke, ich bin ein guter Fahrer. Deutsche sind gute Fahrer. Aha. Okay. davon könnt ihr euch jetzt selber überzeugen. Denn wir haben auch Maodolo bei der Audi-Übergabe gefilmt und das ist ein Spektakel an sich. Viel Spaß dabei. Bestens gelaunt Richtung Titelverteidigung. Die Basketballer des FC Bayern München haben rechtzeitig zum Start der neuen BBL-Saison am Münchner Flughafen ihre Dienstwagen in Empfang genommen. Dass sie ihre Treffsicherheit nicht verloren haben, unterstrichen die Doublesieger im Audi Training Center unter anderem bei kurzweiligen Challenges. Ja, also es hat vor allem meistens Spaß gemacht, mal richtig Gas zu geben auf der Rennstrecke, wenn man das so nennen kann. Die habe ich so noch nicht gemacht. Auch wenn ich keinen einzigen Wurf getroffen habe, hat es Spaß gemacht. Und der Gegensatz dazu bei der Geschicklichkeit ein bisschen. War auf jeden Fall ein Gegensatz und hat beides Spaß gemacht und man hat mal ein bisschen andere Fahrweisen kennengelernt. Als deutscher Meister treten die Bayern in dieser Spielzeit ebenfalls in der Euroleague an. Auch wenn der Wettbewerb für einen vollen Terminplan sorgt, die Herausforderungen nehmen die Münchner gerne an. Viele reden von Problemen, die die Euroleague bringt. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Erstmal wollen wir uns mit den Besten messen. Selbstverständlich ist die Quantität der Spieler sehr, sehr groß und man muss sich darauf gut vorbereiten und auch nicht nur taktisch gut vorbereiten, sondern vor allem logistisch, organisatorisch müssen wir als Verein unsere beste Leistung bringen. Aber es ist eine tolle Herausforderung für uns. Zum Bundesliga-Auftakt reisen die Bayern nach Ulm. Im bayerischen Duell soll dann der Grundstein für eine lange und erfolgreiche Saison gelegt werden. Du wirst Ende des Jahres, und zwar buchstäblich am 31. Dezember, wirst du erst 26 Jahre jung, hast aber eigentlich, also wenn man jetzt Basketball anguckt, schon sehr viel Erfahrung auch mit Euroleague. Und du bist auch in deiner Position als Point Guard natürlich jemand, der auch ein Team lenken muss. Hm. Wie siehst du bisher deine Rolle im Team, jetzt auch nach der Vorbereitung, wo du ja noch nicht voll einsteigen konntest? Ja. Hast du deine Rolle gefunden schon? Ich denke, das wird sich noch ergeben, denke ich, für jeden in der Mannschaft, vor allem für die Spieler, die neu in die Mannschaft dazugekommen sind. Aber ich denke, dass
dass die Rolle jedes Spielers und vor allem auch meine ist, dass die Fähigkeiten, die man hat, beizutragen und der Mannschaft zu geben und um der Mannschaft damit zu helfen. Also jetzt meine Schnelligkeit, mein kreativen Spielstil, würde ich sagen, um halt der Mannschaft zu helfen. Mhm. Und ich denke, wenn ich das mache, dann erfülle ich meine Rolle. Okay. Man hat ja, sag ich mal, als Spieler auf dem Spielfeld eine Rolle und dann gibt es auch noch eine Rolle, die man abseits vom Spielfeld irgendwo einnimmt. Da gibt es Leute, die übernehmen vielleicht so ein bisschen die Vaterrolle oder Leute, die auch den Clown übernehmen. Ja. Was ist so deine Rolle, wenn es nicht primär am Spielfeld ist? Gute Frage. Der Clown, würde ich sagen, bin ich nicht. Vielleicht bisher kümmert sich Alex King um die Musik. Ich versuche vielleicht die DJ-Position ein bisschen einzunehmen. Also, Bist du nicht zufrieden mit der Auswahl? Ich bin sehr zufrieden, aber ich glaube, ich könnte noch ein bisschen was dazu steuern. Also okay. Wenn Alex es mir erlauben würde, dann würde ich in der Musikabteilung ein bisschen mehr das Ruder in die Hand nehmen. Dann gibt es natürlich auch Leute rund ums Team herum, die extrem wichtig sind, dass trotzdem alles funktioniert. Das ist einmal die Coaching-Staff, dann gibt es die Medical-Staff und dann gibt es noch einen jungen Mann, der heißt Stefan Kaufmann. Weißt du, wer das ist? Steppke, natürlich. Und was hast du über den zu sagen? Oh, Steppke ist wahnsinnig wichtig. Ein sehr netter und sehr, sehr cooler Kerl, der tagtäglich mit uns ist und den sieht man jeden Tag und der sorgt dafür, dass das alles rund läuft. Und wahnsinnig guter Kerl. Mhm. Wir haben dich ja schon vorher mal interviewt, das habt ihr leider noch nicht gesehen, aber da hat der Maodo gesagt, er ist kunstinteressiert, aber er kann selber nicht kreieren. Das glauben wir natürlich nicht. Oh. Deswegen habe ich hier mal ein weißes Blatt Papier mitgenommen und einen Stift, der einer Feder sehr ähnlich kommt. Und damit würde ich dich bitten, mal ein Porträt von Steppke anzufertigen. Ein Porträt denn von Steppke. Das gibt es jetzt für euch zu sehen und wir schauen uns dann das Ergebnis von Maodo an. Okay, alles klar. Es gibt so ein Foto mit ihm und der Brille. Ich glaube, das wäre ich noch unter Brille. Sommersonne und scheinbar gar keine Sorgen. So zumindest der erste Eindruck. Doch weit gefehlt, Stefan Kaufmann hat nur einfach alles unter Kontrolle. Schließlich geht Steppke schon in seine dritte Saison als Teambetreuer bei den Bayern. Das Trainingslager in Italien, Routine. Es sind, denke ich mal, über 4 oder 5 Taschen einfach nur Bekleidung dabei, die ich einfach mal so da im Zimmer stehen habe, für den Fall, wenn jetzt jemand kommt, dass ich da habe. Ansonsten, wie gehabt, Bälle, Wasser, es ist ja alles hier. Alles, was wir haben, ist hier. Außer Schuhe, die kann ich ja natürlich nicht alle mitnehmen. Immer auf alle Eventualitäten vorbereitet. Immer zuvorkommend, immer freundlich. Eigenschaften, die einfach überall gut ankommen. Step Diggity. I told you he's the nicest guy in the club. He's always there, he's everybody's right hand man. Players need him, coaches need him, physios need him. Everybody in the club needs him and he's always there to answer the call. Steppke is great. He's always where he needs to be. He's helping a lot to everybody and great guy. Nothing else. I'm supporting everything Brandon said. Klingt ja fast schon nach einem Liebesgeständnis. Liebe, ein großes Wort für Steppke. Liebe gestehen jetzt nicht unbedingt, aber ich denke, ich komme mit allen super klar. Das sind alle nette Typen. Und ich meine, ich versuche meinen Job zu machen und wenn alles funktioniert, dann sind die alle nett. Ich meine, es gibt Spiele, wo es nicht so gut läuft, dann siehst du vielleicht so ein bisschen andere Seite, aber man muss das alles nicht zu persönlich nehmen. Und deswegen ist es alles, wir sind ein Team und es gehört sich so. Und wie es sich gehört, wird gute Leistung belohnt. Das Double aus Meisterschaft und Pokal in der vergangenen Saison für Steppke die ersten Titel überhaupt. Das war ein geiles Erlebnis, also geiles Gefühl auf jeden Fall. 2 Titel in einer Saison zu holen, ist schon für mich neu. Ich habe noch nie was gewonnen. Letztes Jahr war schon krass. So ein krasses Jahr darf es jedenfalls aus unserer Sicht gerne gleich noch einmal geben. Neben Bundesliga und Pokal steht für Steppke das erste Mal Euroleague an. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil Euroleague ist schon, ich denke mal, ein Kader höher als es war. Aber ich meine, es ist ein Spiel für Spiel, es geht immer weiter und ich denke mal, wir werden es schaffen. Einen
äußerst bescheidenen Wunsch für diese Saison hat er jedenfalls schon. Natürlich habe ich den Wunsch, etwas zu erreichen, was zu gewinnen. Natürlich 3 Titel, wäre schon geil. Ja, mal schauen. Stefan Kaufmann, Teambetreuer, Optimist und gute Seele der Mannschaft. Aus der Ruhe bringt ihn so schnell nichts. Wenig. Einfach nur, sage ich mal, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, es kann ja auch sein, dass ich was vergesse, ne? Und das macht mich dann ein bisschen kaputt, aber ich meine, momentan, wir sind ja hier in so einem schönen Ort, ich glaube, momentan bringt mir nichts aus der Ruhe. Da bleibt uns nur noch zu sagen, du bist beste Stempke. Boah, deine Mama ist richtig stolz auf dich, wenn es fertig ist. Moment, ja, signieren? Auf jeden Fall. Okay. So. Step diggity. Also du hast gesagt, kommst du aus Berlin, dann warst du natürlich auch in einer großen Stadt in New York, dann bist du nach Bamberg, das ist schon eher ein Kulturschock. Jetzt bist du in München. Was gefällt dir an der Stadt? Was findest du gut und was fehlt dir vielleicht auch manchmal? München ist bisher eine sehr schöne Stadt, sehr sauber und das fällt direkt auf, vor allem als Berliner und New Yorker. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr deutlich ist. Menschen sind sehr nett und das ist etwas sehr, sehr Beruhigendes, finde ich, was die Stadt bisher für mich sehr ausmacht. Mhm. Menschen sind nett und fürs Auge ist eine sehr schöne Stadt. Wir werden jetzt gleich über das Intro sprechen. Es gibt also kurz vor Spielbeginn noch diesen Moment, wo die Lichter nochmal ausgehen, ihr quasi in eure Box geht und dann rausgerufen werdet. In diesem Moment, wenn die Lichter ausgehen, das kennst du auch von jedem anderen Team, was geht dir da persönlich nochmal durch den Kopf? Man fokussiert sich einfach nur. Also man versucht einfach ruhig zu bleiben, einen guten Moment zu sein. Adrenalin versuchen mitzunehmen ins Spiel und genau, sich einfach aufs Spiel zu fokussieren. Und das mache ich. Keine Ahnung, was andere Spieler dann machen, aber ich glaube, es ist ziemlich üblich, dass man sich einfach aufs Spiel fokussiert und sich freut, gleich zu spielen. Sehr schön. Also es gibt natürlich auch in dieser Saison ein neues Intro, eben bevor die Mannschaft zum ersten Mal oder zum letzten Mal, bevor das Spiel beginnt, offiziell das Parkett betritt. Und wir haben ganz exklusive Bilder für euch von den Dreharbeiten für dieses Intro und die bekommt wirklich nur ihr zu sehen. Viel Spaß dabei. Okay. München ist unser Court. Kann man die Überraschung essen? Auf, das ist Nein. Nummer 1. Bayern. Ja, weil wir ein Deutscher meisten. Zlatan. Du machst doch komplett. Umdrehen und nochmal werfen. Und jetzt. Low, 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 low. Perfekt. Anna Bala! Nee, das ist eigentlich schon genau das, was wir gebraucht haben. Ich würde sagen, er hat das Tryout bestanden, oder? Nehmen wir ihn in unser Team auf. Ja, darfst mal mitspielen. Darfst mitmachen mal, gell? Das fertige Intro, das gibt's dann auch nur für die Leute zu sehen, die auch wirklich in den Audiodom kommen. Und dafür habt ihr schon bald Gelegenheit, nämlich am 3. Oktober zu Hause gegen Vechta, der BBL-Auftakt. Und dann gleich am 7. Oktober wieder
Pokal-Achtelfinale gegen Gießen. Und dann seht ihr Maodolo im Bayern-Trikot zum ersten Mal im Audidom. Und da wird er uns zeigen, was seine wirklichen künstlerischen Talente auch auf dem Feld sind. Freust du dich schon? Erstes Spiel? Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Vorbereitung war anstrengend und der Sommer war auch lang. Also ich bin froh, jetzt wieder Basketball zu spielen und für Bayern aufzulaufen. Danke nochmal, dass du heute mein Guide warst für diese Kunst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir werden in Kunstfragen nochmal auf dich zukommen, wenn sie im Laufe der Saison auftauchen. Zum Schluss gibt es jetzt für euch natürlich nochmal eine große Portion Sport. Das übernimmt mein Kollege Julian Blonegger gemeinsam mit unserem Experten diese Woche, Demond Green. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich freue mich auf euch. Ja, servus und hallo aus unserem improvisierten Studio, wie ihr seht. Es ist noch nicht alles fertig, aber wer, wenn nicht wir, sind die Meister der Improvisation. Außerdem haben wir einen Experten an unserer Seite, der das Ganze professionell macht. Kurz zur Erklärung, Desmond hat sich die Zeit genommen, obwohl seine Frau heute Geburtstag hat. An dieser Stelle alles Gute zum Geburtstag und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Warum wir hier sind? Wir wollen künftig auf das zurückliegende Basketball-Wochenende blicken und auch einen kurzen Blick nach vorne wagen. Den Anfang macht der Desmond. Wir blicken zurück auf ein Spiel in Ulm, den Bundesliga-Auftakt. Desmond, hast du es gesehen? Ich habe es natürlich gesehen. Dein Eindruck? Guter Eindruck. Ich meine, es ist natürlich schwer, Saison so zu starten, gleich gegen Ulm, die letztes Jahr keine gute Saison gespielt haben, wir Meister geworden sind. Also ist natürlich klar, dass das Ulm sehr motiviert ist und dann auswärts eine Saison anzufangen ist immer schwer. Das hat man auch im Spiel gesehen. Ulm war sehr motiviert. Das Spiel ging immer auf und ab. Aber ich finde, es ist ein guter Einstand für das Team, gleich am Anfang gegen ein motiviertes Team zu spielen. Denn es wird die ganze Saison so sein, dass das Team extrem motiviert sein wird, den Meister zu schlagen. Profi wie er ist, verrät er natürlich nicht, wie es ausging. Weil das schauen wir uns jetzt gemeinsam nochmal an. Die Bayern zum Bundesliga-Auftakt in Ulm. Ab sofort gehören Sie zu den Gejagten. Der deutsche Meister und Pokalsieger FC Bayern München beim Auftaktspiel in Ulm. Ratiopharm Ulm, die Mannschaft, die auf Wiedergutmachungsmission ist. Und vielleicht ist das ja schon am ersten Spieltag eine Möglichkeit, einen noch nicht ganz so eingespielten deutschen Meister zu bezwingen. Die Gäste aus München in den weißen Trikots mit den ersten Punkten der neuen Saison. Und die gehören Stefan Jovic, der Aufbauspieler der Münchner, der frühzeitig einen Drang zum Korb hat und hier erfolgreich abschließt. Dann ein sehr schöner Spielzug, wieder hier Loh gefunden. Auch er ja neu bei den Bayern, kam aus Bamberg. Wieder Bayern. Mit Petteri Kopponen. Das ist ja einer der interessantesten Neuzugänge überhaupt in der Liga. Petteri Kopponen, der Finne, kam vom FC Barcelona, einer der besten drei Punkte-Schützen überhaupt im europäischen Basketball. Dann nochmal die Bayern. Lucic findet King. Alex King mit toller erster Hälfte. 10 Punkte allein von ihm. Das war natürlich eine klasse Quote für den Münchner. Katie Reinhardt, der einen schwierigen Dreier nach dem anderen versenkt. Aus der Ecke, Hand des Gegners im Gesicht. Alles kein Problem für Katie Reinhardt. Fantastische Quote. Und da war man dann doch ein bisschen nervös auf Münchner Seite. Würde das hier wirklich schief gehen noch in der Schlussphase? Das letzte Viertel spektakulär. Per Gunther kommt gut zurecht mit seiner Rolle als Backup-Point Guard, macht viele Impulse von der Bank. Die Entscheidung dann erneut durch Kopponen, 18 Punkte von ihm, direkt der Topscorer bei seinem ersten Auftritt im Münchner Dress. Von ihm ist wirklich noch sehr viel zu erwarten. Ein knapper, ein umkämpfter Sieg des deutschen Meisters. We won the game, so I'm happy, you know, that's the only, you know, our object, you know, to come here, you know, and take the win. I heard it's not easy always to play here, but we did a good job today and took the win. So, ihr habt's gesehen, die Bayern starten mit einem umkämpften Sieg in Ulm in die Saison. Desmond, du hast schon gesagt, wichtig so ein Auftakt, wichtig auch für die kommenden Aufgaben, die da anstehen. Ja, genau. Ich meine, die Saison wird auf jeden Fall nicht leicht. Ich habe es vorhin schon gesagt, Teams sind immer extrem motiviert. Das Team hier muss sich auf jeden Fall noch finden, sind ein paar neue Spieler da.
Da war eine sehr anstrengende Vorbereitung auch. Dann kam diese Nationalmannschaftspause ein bisschen, wo dann die Vorbereitung auch noch mal ein bisschen gesprengt worden ist. Also es wird auf jeden Fall noch dauern, bis das Team richtig zusammengewachsen ist. Und umso wertvoller ist natürlich dann so ein Sieg direkt am ersten Spieltag gegen Ulm. Gehen wir mal ins Spiel rein. Petteri Koponen, Topscorer am Ende. Stefan Jovic hat Regie geführt. Dein Eindruck von den einzelnen Spielern, besonders auch von den Neuzugängen in Ulm? Ja, gerade die beiden, die du jetzt erwähnt hast, waren extrem wichtig. Jovic hat letzte Saison auch viel mit Verletzungen ein bisschen gekämpft. Für ihn ist es extrem wichtig, jetzt mal eine gesunde Saison zu haben. Und man sieht, was er kann. Ja, wenn er gesund ist und fit ist, dann ist es ein top-europäischer Aufbauspieler, der die Fäden da zieht, selber scoren kann. Sehr gut gespielt, indem er den Rhythmus gewechselt hat. Koponen, der einer der besten Dreierschützen in Europa ist, direkt auch einen guten Einstand gehabt. Es macht keinen Sinn, nach dem ersten Spieltag die Tabelle anzuschauen, das ist klar. Schauen wir auf die Ergebnisse. Es gab jetzt nicht wirklich eine Überraschung am ersten Spieltag. Oder wie siehst du das? Eine Überraschung nicht wirklich. Aber was mich, muss ich ganz ehrlich sagen, stört, dass man heutzutage noch in der Bundesliga mit fast 70 gewinnen kann. Also das Spiel Alba Jena. Natürlich geht jeder davon aus, dass Alba in dem Spiel Favorit ist und dieses Spiel gewinnt auch zu Hause. Mhm. Aber es ist schon enttäuschend, auch wenn es der erste Spieltag ist, dass man so untergeht. Also man muss nach einer Vorbereitung so motiviert sein, dass man da schon mehr gegenhalten muss. Also es ist keine Überraschung, ich muss eher sagen, es ist eher mehr eine Enttäuschung, dass es dann doch so deutlich ist, heutzutage noch in der Bundesliga. Mhm. Alles andere als enttäuschend war die Performance eines anderen Spielers, den wir auch alle ganz gut kennen, Karim Jallo in Ludwigsburg. Erstes Spiel, 24 Punkte, ich glaube nur ein Fehlwurf aus dem Feld. Was sagst du da dazu? Da ist jemand extrem motiviert gewesen. Es ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass Karim gleich am ersten Spieltag so eine Performance hinlegt. Da freut sich jeder. Ich hoffe einfach, dass er jetzt die nächsten Spiele weiterhin so konstant bleiben kann. Ob er jetzt 24 Punkte in jedem Spiel machen wird, wird sich zeigen. Aber ich finde einfach nur generell, dass seine Konstanz zu sehen ist, was die Spielzeit angeht, damit er sich weiterentwickeln kann. Und wenn die Spielzeit so bleibt, dann wird Karim, glaube ich, einige oder ähnliche Spiele haben wie am ersten Spieltag. Zu wünschen wäre es ihm. Blicken wir noch kurz nach vorne. Diese Woche zwei Heimspiele für die Bayern. Am Mittwoch, Tag der Deutschen Einheit gegen Vechta, erstes Heimspiel und dann am Sonntag gegen Gießen. Deine Einschätzung? Ist es schwierig, so früh in der Saison gleich ein Do-or-Die-Spiel zu haben? Das ist ja ganz ungewohnt. Ist ungewohnt, natürlich. Das bringt dann auch noch mal ein bisschen Druck mit. Gießen wird herkommen. Die haben nichts zu verlieren. Die spielen gegen den Meister, gegen den Pokalsieger. Also du hast nichts zu verlieren. Man kommt her und kann frei aufspielen. Also da ist auf unserer Seite natürlich deutlich mehr Druck. Aber wir haben jede Menge Spieler, die schon Millionen solche Spiele gespielt haben. Da spielt Erfahrung auch nochmal eine große Rolle, plus das Heimpublikum. Also ganz egal, ob man jetzt in dieser Zeit der Saison das noch nicht gewohnt ist, werden die Jungs das auf jeden Fall über die Bühne bringen. Zum Abschluss, abgesehen davon, dass Desmond ein Wahnsinnsexperte bei uns im Studio ist, trainiert er ja eigentlich die zweite Herrenmannschaft der Bayern. Und da gab es auch am Samstag Positives zu berichten. Ihr habt zu Hause das erste Heimspiel gewonnen gegen den amtierenden Meister aus Elchingen. Wie war das Spiel? Wir haben gewonnen, also war das Spiel natürlich gut. Es war ein schwieriges Spiel, physisches Spiel für uns. Wir wussten, dass Elchingen immer ein Team ist mit ihrer Athletik, mit ihrer Art, wie sie verteidigen, mit dieser Physis, dass sie immer Läufe haben werden. Und für uns war es wichtig, dass wir einfach dagegen halten. Da gilt es jetzt für den Trainer Desmond Green, die Jungs auf dem Boden zu halten, oder wie schaffst du das? Das ist immer das Wichtigste, klar. Ich meine, wenn man gerade bei so jungen Spielern, wenn man dann so ein Team schlägt, dann heben die manchmal schon relativ schnell ab. Und das ist jetzt die Aufgabe in dieser Woche. Aber wir spielen jetzt gegen Ulm, wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Also es gibt im Endeffekt gar keinen Grund, jetzt abzuheben, sondern wir müssen den nächsten Gegner extrem ernst nehmen. Da wünschen wir viel Erfolg dabei. Ich glaube, du hast noch irgendwas mitgebracht, so als Studiogast. Ja, ich habe schon gesehen, also hier der Novi hängt, Steffen hängt, also fürs nächste Mal habe ich euch dann auch was mitgebracht, natürlich. Also habt ihr noch ein Trikot dann natürlich auch von mir. Wunderbar. Dass ihr das beim nächsten Interview dann bitte auch hier, 100%ig versprochen. Versprochen. Vielen Dank. Nicht so, danke. Danke, dass du da warst. Das war's mit der ersten Ausgabe vom Sportblock am Ende des Basketballmagazins. Schön, dass ihr dabei wart.
Wir wünschen euch eine gute Woche und sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, Servus. Servus. Knicke, knacke Defense und sehr, sehr spektakuläre Offense.